Hallo und herzlich willkommen zum 17. Türchen. Ja, 17 ungerade Zahl. Da ist natürlich die liebe Bianca dran, ne? Du wirst wieder gerettet. Ach Gott, sind die süß. Ja, die muss ich ausschneiden. Also den zumindest. Ach Gottchen. Ich weiß nicht, ob ich die retten kann. Ja, ich war am Überlegen, ob ich mir ein Sticker. Album, also ein leeren Sticker-Album kaufe, wo sowas hier, wo diese Zuckersüßen, auch die da, dass ich mir die alle mal retten kann, bei ganzem Ernst. Ne, das sind halt meine Sticker, die habe ich bekommen und die möchte ich dann auch aufheben und, oh Gott, Mann, guck mal. So, machen wir das jetzt mal anders, dann mache ich jetzt hier einen Schnitt. Dann bleibt der Sticker zumindest ganz. Und dann kann ich gucken, wie ich den abgelöst bekomme. Aber so an sich, ne, man kriegt einen Stickerbogen auch mal geschenkt. Und das ist ja, ne, bloß die sind ja so noch nicht benutzt. Aber so diese benutzten. Und dann sind die auch noch so nostalgisch, knuddelig, niedlich. Echt schön. Ja, deswegen bin ich wirklich am Überlegen, ob ich mir einen zulege. So, das hätten wir geschafft. Die Hürde. Aber mal gucken, vielleicht komme ich hier an der Seite ran. Ja, ich weiß, es ist eine Wissenschaft und warum reißt du das denn nicht auf? Und sie, ne, spult sonst vor. Aber ich will den Sticker wirklich nicht kaputt machen. Ja. So. Und zwar. Oh mein Gott. Gott, ist das. Oh, guck mal, oh, die sind toll. Vor allem, das ist noch der alte Puhbär. Ich liebe sämtliches mit dem alten Puhbär. Geil. Aber guck mal, wie schön die sind. Und da sind drei Blatt drin. Das ist jetzt alles vom selben. Lass mich mal kurz. Wie kriegt man denn die Packung auf? Ach, die muss man hier mal aufmachen. Das würde mich jetzt echt interessieren, ob es jetzt dreimal dasselbe ist. Ja, oh, ist das toll. Und die sind echt wunderschön. Und das meine ich mit Nostalgie. Ich liebe nostalgische guck, Sticker. Ich liebe es. Nostalgische Bilder. Ich finde das so. Das erinnert mich so an früher. Also, ich bin ja zwar noch nicht alt, aber. Weiß ich nicht, da. Also irgendein Punkt in meinem Leben, vor allen Dingen, wo man sich gefreut hat, wenn man einen Teddybären bekommen hat. Das gibt's doch gar nicht mehr die Zeit. Ach, ist auch echt. Aber Mäuselchen, vielen lieben Dank, da freue ich mich. So, das können wir. Das können wir. Hier habe ich aber diesmal einen Stein drin und das spüre ich doch. Nein, ich glaube, das ist ein Strasssteinbehälter. Und diesmal die. Oh, mit Pink. Pink, schaut mal. Oh, ist das schön. Vielen, vielen Dank. Oh, die Menge ist auch der Knaller. Geil. Dankeschön. Da freue ich mich. So, weiter geht's. Ja, aber ich habe meinen Ehering gar nicht auf. Fällt mir gerade so ein. Ach so, nach hinten. Ich dachte, hä, irgendwas wolltest du doch gerade. Hier haben wir. Bunte Perlen. Ich glaube, die hatte ich auch irgendwo schon mal gehabt. Aber es ist ja gar nicht schlimm, ne? Wird ja nicht schlecht. Ein Perlen, nix. Oh, sowas geht immer. Und zwar sind das
Ja, jetzt habe ich Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist kein Binderring, das ist ein Spaltring. Ganz viele Spaltringe sind das. Schöne Größe. Super. Benutze ich sehr gerne. Oh, hier haben wir Klammern drin. So kleine Mini-Holzklammern in Gelb und in Grün. Gehen ja auch immer, ne? Und last but not least, dann ist das Türchen leer. Oh, wunderschöne Pastell Mintgrüne. Oh, geil, die knallen ja richtig in der Kamera. Oh, die sind auch geil. Guck dir die Menge an, das ist der Wahnsinn. Oh, ich finde das super. Ja, ich freue mich. Die sind echt toll. Die sind echt super. Ja, und Strahlsteine kann man eh nicht genug haben. Ah, ihr seid so fantastisch. Einen dicken Küssi an euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.